In Perlmutt Weiß steht er hier vor der Kamera. Der Opel Grandland X Hybrid. Ja, richtig. Wir haben hier einen Plug-in-Hybriden, den ich euch heute in einer etwas anderen Art und Weise vorstellen möchte. Ich möchte euch heute 5 Gründe nennen, warum ich den Opel Grandland X Hybrid kaufen würde. Wenn ihr Spaß daran habt, bleibt dran. Abonniert den Kanal, liked das Video und kommentiert es. Gebt mir eure Gründe, warum ihr euch für den Opel Grandland X entschieden habt oder warum ihr euch entscheiden würdet dafür. Also, jetzt geht's los. 5 Gründe Opel Grandland X Hybrid. Los geht's! Punkt 1 für mich, die Familientauglichkeit. Ja, Kindersitze bekommen wir wunderbar hier auf die Rückbank. Da haben wir Junior auch gleich dabei. Also rein hier, Isofix an die Außenpositionen, Sonnenschutzrollos hoch und Klimatisierung auf der Rückbank gibt es ebenfalls, sowie USB-Anschluss für das Tablet. Punkt 2 meiner Kaufargumente ist der Kofferraum des Opel Grandland X Hybrid. Er fasst zwar 120 Liter weniger Stauraumvolumen als die Verbrennervariante, aber Reiseequipment, Ladeequipment und Einkäufe gehen hier wunderbar rein. Nehmen wir das Ganze raus, passt der Kinderwagen samt Babywanne sogar hinein unter die Hutablage. Hut ab! Punkt 3, die AGR-Sitze. Optional sogar elektrisch verstellbar, eine Lordosenstütze, Schenkelauflage, genügend Seitenhalt und einfach wirklich top Langstreckenqualität. Punkt 4 sind nicht die 4 Zylinder hier unter der Haube, sondern vielmehr das Zusammenspiel mit den 4 Zylindern im Hybridsystem. 224 PS Systemleistung, 360 Newtonmeter Drehmoment, angetrieben rein die Vorderachse. Rein elektrisch kommen wir gut 40 Kilometer weit. Geladen ist das Ganze in 3 Stunden an der Wallbox oder 8 Stunden an der heimischen 220 Volt Steckdose. Kraft hat er genügend und sparsam ist er ebenfalls. Im gesamten Testzeitraum habe ich 2,3 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometern verbraucht. Gut. Beim Stromverbrauch, da sind wir dann irgendwo bei 17, 18 Kilowattstunden. Wenn man ihn eine längere Strecke fährt, dafür gibt es ein Verbrauchsvideo. Schaut doch mal da rein, da seht ihr, was der Wagen bei mir auf einer Alltagsstrecke von rund 115 Kilometern gefahren hat. So, und dann machen wir hier die Klappe zu und kommen zu Punkt 5. Kaufargument Nummer 5. Warum ich den Opel Grandland X Hybrid kaufen würde. Erstens, weil alle einfach auf den Hybrid 4 gehen mit 300 PS und Allradantrieb. Den aber nimmt kaum jemand. Das heißt also, gut, ihr bekommt ihn. Zweitens, volle BAFA-Förderung, 7.110 Euro Rabatt bekommt ihr. Und dann ist der Wagen auch dieses Jahr noch lieferbar. Gar nicht mal so verkehrt, würde ich persönlich sagen, oder? Übrigens, wer jetzt zum Opel-Händler geht, sollte mal mit dem Opel-Händler reden, denn es kommt ein großes Facelift. Vielleicht gibt es ja noch einen Sonderrabatt. Das sind also meine 5 Kaufargumente gewesen, warum ich den Opel Grandland X Hybrid kaufen würde. Schreibt mir unten in die Kommentare, wie euch das Format gefallen hat, wie euch der Opel Grandland X gefällt, ob wir das öfter machen sollen bei Autos. Und was eure Gründe sind, warum ihr euch für ein Opel Grandland X vielleicht sogar als Hybrid entschieden habt. Also, vielen Dank fürs Reinklicken, Kanal nicht vergessen zu abonnieren und zu liken. Von mir aus, tschüss und Servus, euer Ubi.